Ja, ich bin wieder da mit der Chemilumineszenz. Als kleine Gedächtnisstütze noch einmal die schönen Knicklichter mitgebracht. Ich wollte ja aber auch erklären, wie funktioniert das eigentlich in einer Flamme. Ich habe gesagt, es spielen viele wichtige Reaktionen eine Rolle. Und bei diesen Reaktionen werden manche Radikale gebildet, die dann in einem elektronisch angeregten Zustand gebildet werden. Und ebenso wie bei den Knicklichtern werden die dann auch beim Zerfall in den Grundzustand Energie freigegeben und diese Energie wird dann auch in Form von Licht freigegeben. Je nachdem, welches Radikal natürlich leuchtet, leuchtet das dann auch bei unterschiedlichen Farben. Jetzt möchte ich Ihnen aber eigentlich erzählen, warum ist denn jetzt meine Chemilumineszenz eine so fantastische Methode, um Verbrennungsprozesse zu untersuchen? Dazu möchte ich rübergehen. Es gibt natürlich auch andere Techniken, habe ich ja vielleicht schon mal erwähnt. Und diese basieren zum Beispiel auf einer Sondentechnik. Sondentechnik, dass zum Beispiel, wie hier der Glasstab, in eine Flamme eingeführt wird, um Temperaturmessung zu machen. Hat den großen Nachteil, wenn man eine Sonde in eine Flamme einführt, wird die Flamme gestört, wie man hoffentlich leicht sehen kann, ja, wird die Flamme gestört und man hat nicht mehr die ursprüngliche Flamme, die man untersucht. Ein weiterer wichtiger Nachteil dieser Sondentechnik ist, natürlich besteht die Messmethode nicht nur mit so einem kleinen Glasstab, sondern es ist eine große, komplexe Anlage, die dann für die Untersuchung genutzt wird, zum Beispiel aus vielen Lasern. Gerade bei den großtechnischen Verbrennungen, wie zum Beispiel in Kohlekraftwerken, ist es nicht unbedingt immer möglich, solche großen Anlagen aufzubauen. Des Weiteren ist auch der Zugang für so eine Sonde in die entsprechenden Verbrennungsanlagen nicht immer möglich. Ganz anders ist es dabei mit meiner Chemilumineszenz. Dazu muss ich mal kurz erklären, wie ist überhaupt der Aufbau bei der Chemilumineszenz. Man hat also wieder eine Verbrennung, wie zum Beispiel mit diesem Brenner, und es kann ein komplett abgeschlossenes System sein und man braucht lediglich einen kleinen optischen Zugang, mithilfe zum Beispiel eines Fensters vor der Flamme. Danach verwendet man ein Prisma, um das ankommende Licht in seine einzelnen farbigen Bestandteile aufzuteilen und das nimmt man dann mit einer guten Kamera, wie sie hier auch überall vorkommt, auf. Und damit kann man dann die unterschiedlichen Spezies voneinander trennen. Das heißt also, in zum Beispiel Verbrennungsmotoren wie beim Auto könnte man die Untersuchung mit der Chemilumineszenz total einfach machen. Hat auch noch einen weiteren großen Vorteil, die Chemilumineszenz zu machen. Denn obwohl sie wegen des kleinen Equipments eine sehr kostengünstige Möglichkeit ist, bekommt man eine Vielzahl von Informationen aus diesen Messungen. Natürlich ist die Auswertung nicht so trivial, aber man bekommt Informationen über die Temperatur und zum Beispiel über die Konzentration von Schadstoffen, was natürlich sehr wichtig ist, weil jeder will wissen, wie viel Schadstoffe wird denn jetzt bei dieser Verbrennung frei. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die Chemilumineszenz eine total günstige und relativ einfache Methode ist, aber so viele Informationen mithilfe dieser Methode aus Verbrennungsprozessen gezogen werden kann. Dankeschön.